Nachdem man diese Folge gesehen hat, fragt man sich, was soll noch so alles passieren? Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ex on the Beach! Ex on the Beach! Woo! Ja, Leute, die letzte Folge endet ja damit, dass Paulina mit Johnny am Strand war. Dann kam Yasin, ihr Ex, an, hat Johnny weggetreten, dass er wieder zurück in die Villa geht, um Zeit mit Paulina zu verbringen. Da starten wir gleich wieder rein. Vorab allerdings, wie immer, wer sich gerne die ganze Folge angucken möchte, kann es gerne machen auf RTL Plus. Den Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ansonsten den Kanal abonnieren. Und wir gönnen uns jetzt gemeinsam, schauen aber erstmal, wie die anderen reagieren, als Johnny zurück in die Villa geht. Wer ist da? Jetzt sag! Ja, erzähl uns alles. Sag! Jetzt hör auf! Yasin ist da. Du Leibes Scheiße! Carina kann es nämlich gar nicht glauben. Und es ist direkt schon wieder anstrengend gewesen, wie sie rumschreit. Du hast es erst sagen sollen. Mein Gott, der ist gerade mal die Tür rein. Aber ja, Yasin ist da. Die frohe Botschaft wird auch für alle bald Wirklichkeit werden. Allerdings redet der ja erstmal mit Paulina. Das finde ich ja ganz gut. Es sind noch so ein paar Sachen rausgekommen. Was denn? Du hast irgendwie den Leuten rum erzählt, ich wäre dir fremdgegangen zu Geschichten? Nee, ich habe nicht gesagt, dass du fremdgegangen bist. Ich habe gesagt, dass wir uns übelst krass gestritten haben. Warum haben wir uns gestritten? Weil ich gelogen habe. Okay, das klingt schon mal ehrlich, da sagt sie, was passiert ist. Aber warum gibt es dann die Gerüchte, dass sie das erzählen würde? Weil wer denkt sich denn aus, dass Paulina solche Gerüchte verbreitet? Hater bestimmt. Aber die hassen uns halt alle. Warte mal, als wir fest waren, zusammen, ja. Hast du mir gesagt, okay, Ich habe gar nichts mehr. Du hast ihm zeitgleich noch geschrieben, dass du ihn liebst und so Geschichten. Während du mit mir schon warst. Und da geht es gerade um die Ex-Affäre von Paulina, nämlich Dominik, der Verführer von Temptation Island VIP. Und anscheinend war sie mit Jasmin zusammen und hat mit Dominik rumgeliebelt. Okay, das ist ein anderes Drama. Weißt du, wie aufgeregt ich bin? Ist es auch. Okay, und dann geht es direkt in die Diskussion über. Die beiden haben anscheinend mal ein klärendes Gespräch geführt und stellen nun fest, das war gar nicht so klärend, weil noch richtig viele Sachen rausgekommen sind. Zumindest hat Yasin danach richtig viele Sachen gehört. Und man fragt sich so, was ist denn davon jetzt wahr? Ist davon alles wahr? Was ist da passiert? Ich will es wissen. Ich bin richtig schockiert, was Dominik sehr erzählt. Das habe ich jetzt aber schon öfters mitbekommen, dass er halt wirklich viel rumlästert, viel Bomben legt. Und das Rumlästern und Bombenlegen besteht darin, dass er anscheinend Screenshots an Yasin schickte, wo die ganze Wahrheit aufgelistet ist und Yasin es dann wie Schuppen vor den Augen fiel. Ist es dann noch Rumlästern? Du sagst zu mir, mit Dominik war nichts, da war nichts, blablabla. Du hast ihn beim gleichen Kosenamen genannt wie mich. Oha, und das ist wirklich richtiges Drama. Ich meine, was ist jetzt der Kosename gewesen? Schatz, weil das wäre hart. Und dann saß ich da total besoffen bei ihr zu Hause und bekomme da die Screenshots durchgeballert, wie die dem Typen schreibt, so, ja, ich liebe dich über alles und den gleichen Kosenamen benutzt und so. Ich liebe dich, Bubaba, aber so hast du mich genannt. Yasin, ich habe auch meinen Hund so genannt. Und das macht es irgendwie besser. Ich meine, der Kosename ist für sie, ja, mein Hund, die Liebe meines Lebens, ja, aber auch halt mein Hund, der vielleicht eigentlich die wahre Liebe ihres Lebens ist. Reden? Ja, gerne. Da kommt der Reality-Song. Ja, wir können super wenn du, gerne. Ja, doch. Wenn wir du, können voll gerne darüber du, reden. Okay, gut. Du sagst zu mir, hey, komm, lass mich mitfliegen nach Thailand. Dann sag ich noch, okay, geil, ich nehme dich mit, dass wir zusammen sind, dass du ein gutes Gefühl hast. Und zwei Tage bevor ich einziehe, sagst du, ich treffe ein paar Jungs, die du einmal beim Feiern gesehen hast. Die hat dann halt geschrieben, hey, wir sind auch hier. Und dann hat sich das Yasin erzählt und er meinte direkt, das sind irgendwelche Fitness-Typen von Instagram und hat direkt voll eifersüchtig irgendwie reagiert. Was eventuell bei entsprechenden Vorgeschichten verständlich ist. Also sobald ihr mal das Vertrauen bis in der Beziehung gebrochen ist, ist es dann auch immer problematisch, wenn die Person dann neue Leute kennenlernt, weil man ja immer direkt im Kopf hat, dass das dann schief gehen wird. Witzigerweise hat Paulina gesagt, ey, Brudi, wenn du es nicht willst, ich mach nichts, ich treffe dich nicht, zieh ruhig in Ruhe ein, es wird nie was passieren. Ja. Was war meine Intention? Für 2 Minuten oder für wie lange? Und du sagst mir so, aber gib mir deine Hand, du sagst mir, ich verspreche es dir, Baby, ich mache es nicht. Habe ich ihm auch die Hand drauf gegeben, das stimmt. Und was machst du? Du tust mit den 2 Wochen rum und ich soll dir dann noch glauben, dass da nichts lief mit dem. Ja gut, das ist dann natürlich kontraproduktiv für die Beziehung gewesen, weil, also, es gibt Vertrauensprobleme. Sie sagt ihm dann so, ey, okay, ich verstehe, dass du Vertrauensprobleme hast, dann mache ich es nicht. Und dann macht sie es trotzdem und sagt, es ist aber nichts passiert. Ich verstehe, Yasin, dass man das dann nicht glaubt. Und irgendwie hat Paulina da richtig schon verkackt, ne? Erstmal, weißt du, von wegen, ich habe dein Herz gebrochen. Ich weiß das. Du hast aber auch mein Herz gebrochen. Ich war noch nie... Yasin, du warst weg einfach. Moment. Yasin ist nach dem ganzen Drama dann einfach ausgezogen und das hat ihr Herz gebrochen. Was ist das denn für ein Vorwurf? Also sie belügt ihn... Betrügt ihn anscheinend, verarscht ihn und das bricht sein Herz und dann zieht er einfach als Konsequenz aus und sie so, Alter, das hat mein Herz jetzt aber gebrochen. Als ob es das gleich wäre. Also der hat einfach nur einen Schlussstrich gezogen. Das kannst du ihm doch nicht vorwerfen.
Du hast vollkommen recht. Du hast allen Grund, sauer auf mich zu sein. Es war Wut, Enttäuschung, Trauer. Es tut mir leid, Yasin. Es tut mir leid. Ich weiß, dass ich übelst oft gelogen habe, aus Angst auch teilweise dich zu verlieren. Oh, das ist auch immer so eine ekelhafte Begründung. Also an sich, ja, wenn du irgendeinen Scheiß baust und dann Angst hast, die Person zu verlieren, dass du dann noch lügst und es dann besser machen willst, ja. Aber sie tut ja jetzt gerade so, als ob nur das Lügen das Problem war, aber sie hat ja damit auch die ganzen Sachen vertuscht, die sie getan hat. Also irgendwie verstehe ich gerade voll, warum man keinen Bock mehr auf Paulina hatte. Paulina, was geht bei dir? War einfach eine mega Scheißaktion. Es gab nicht einen verfickten Tag, seitdem du aus meiner Haustür gegangen bist, an dem ich nicht an dich gedacht habe. An dem ich dich nicht vermisst habe. Und wann ist Yasin aus ihrer Haustür rausgegangen? Vorletzte Woche Mittwoch. Ja, mein Gott, sie vermisst ihn immer noch. Paulina, geh jetzt zurück in die Villa und stelle deinen Ex Yasin den anderen Frauen vor. Samba, di Janeiro! Kurz die Restwut runterspülen und dann blicken wir nach vorne. Oder wie sieht's aus, Yasin? Mal gucken, wie sie damit umgeht, wenn ich vielleicht mit anderen Mädchen ein bisschen flirte. Ja, das ist natürlich jetzt die richtige Art und Weise, mit diesem Problem umzugehen. Also ich verstehe, dass Yasin sich wahrscheinlich jetzt ein bisschen rächen will und zeigen will, ha, ich bin independent, ich kann das machen. Aber es ist halt auch so, why? Musst du sie jetzt absichtlich provozieren? Nein, musst du nicht. Ah gut, jetzt gehen sie zurück in die Villa und lernen alle mal kennen. Ich finde so witzig, weil ich kenne die ganzen Leute nicht. Kennst nicht Yasin? Also vom Sehen jetzt bestimmt. Der war auch bei Temptation Island mit Alicia und der hat sie da betrogen. Und trotz dieses Wissens findet Carina ihn immer noch super, super scharf. Auch eigentlich ein richtig dummer Move. Aber ich finde auch geil, wie schockiert sie so ist. Du kennst nicht Yasin? Oh mein Gott, das ist Yasin ein Superstar. Wie kann man den nicht kennen? So als ob der Trash-Kosmos weiß leider einfach nicht, dass außerhalb dieses Kosmos sich niemand, wirklich gar niemand für die interessiert. Oh. Perfekt, Alter, das ist aufgeklärt. Hallo? Was ist das für eine langweilige Schlafveranstaltung hier? Was hat er gesagt? Hat er schon gemeckert über uns? Ja, Carina. Wahrscheinlich nur über dich, aber ja, er hat schon gemeckert. Wahrscheinlich müssen sie allerdings da oben alle warten, damit sie nichts vom Strand mitbekommen und nichts beobachten können. Und da können sie nichts für. Aber gut, jetzt ist Yasin da. Ex von Pauline ist da. Yasin. Jawohl! Macht einen guten Eindruck. Roman. Roman, Yasin. Das wäre nicht mein erster Gedanke, wenn ich einfach so in dieser Sendung sitze, schön auf der Couch chille und dann kommt da so ein Dude reingerannt, den ich nicht kenne, der einfach erstmal den ganzen Laden zusammenbrüllt. Dann würde ich nicht denken, oh, das ist ein guter Eindruck. Ich würde mir denken, Alter, was willst du denn hier? Aber gut, das ist anscheinend der gute Eindruck, den man so hat. Nee. Hi, ich bin Carina. Wow, was für schöne Augen hast du. Dankeschön. Er ist ein schöner Mann, genau mein Type. Und sie ist halt auch schon bei der Begrüßung so, hallo, ich bin Carina. Freut mich, dich kennenzulernen. Und er gibt direkt ein Kompliment. Also das matcht doch sofort. Paulina freut sich bestimmt riesig. Ich rieche irgendwie Probleme. Weißt du, was ich bei ihm so krass finde? Dass halt immer in Gesprächen man sich immer so schuldig fühlt. Weißt du, was ich meine? Ich liebe es. Also sie hat anscheinend richtig viel Scheiße gebaut und er konfrontiert sie damit. Und ich so, ich fühle mich so schuldig wegen ihm. Das ist so gemein von ihm. Also sie kann echt gut Täter-Opfer umkehren, ne? Das ist ja krass. Naja, und während Paulina sich die Augen aushält und Chiara für sie da ist, wird Yasin die ganze Villa gezeigt und da trifft er irgendwie immer wieder auf Carina. Okay. Carina? Nein, also hier ist Toilette, hier ist ein Schlafzimmer. Carina, hast du in Brasilien Buttlift, sei ehrlich? Nein. Das ist dein Original-Popo. Das ist mein originaler Popo. Ich finde die Carina. Ich finde die Carina schon heiß, ja. Der hat Bock auf die. Mein Gott, es ist eigentlich auch ein interessantes Kompliment. Oh mein Gott, ist das irgendwie gemacht? Och, ist es nicht? Wow! Heutzutage, so holt man die Leute ab. Ich meine, wenn es gemacht ist, sagen die Leute, bam, danke, ich weiß, es ist gemacht, es sieht mega aus. Und wenn es nicht gemacht ist, sagen sie, boah, es sieht aber aus wie gemacht. Also wirklich, ist nur Win-Win, ne? Immer Leute fragen, ob das alles künstlich ist. Das ist nur Win, Leute. Hast du geweint? Ja, unnormal. Das war voll schlimm gerade, ehrlich. Paulina hat geweint. Tut mir auch voll leid für sie. Aber ich glaube, das war zu erwarten. Und so leid kann sie eigentlich auch gar nicht tun, weil sie sich trotzdem die ganze Zeit denkt, auf Yasin hätte ich hier jetzt Bock. Ich meine, Paulina vermisst ihn und will ihn wiederhaben, aber ich will ihn gerne kennenlernen. Carina hat jetzt zwar in der letzten Folge versprochen, ey, wenn du Interesse hast, dann lasse ich die Finger von dem, aber hey, komm, das war letzte Folge, ne? Voll schockiert, es tut voll weh von jemandem, den du so über alles liebst. So du liebst ihn über alles noch? Über alles. Das ist für mich der wichtigste Mensch, so. Oh Gott, wie gerade Carina innerlich was zerbrochen ist, so. Ah, oh, du liebst ihn noch über alles? Oh, das ist ja jetzt doof. Hm, was mache ich denn jetzt? Ja, also, sie denkt wahrscheinlich gerade an ihr eigenes Leid. Es gibt nie eine Ausrede dafür. Es war einfach, weil am Anfang, Junge, da kannte ich ihn noch nicht. Ja.
so, da wollte ich nicht direkt voll mit der Tür ins Haus fallen und da weiß ich nicht. Ah, sie hat ihn also noch über ihre Vergangenheit belogen und wollte beim ersten Kennenlernen nicht so ganz mit der Tür ins Haus fallen, was voll okay ist. Aber darum geht's doch auch nicht. Er ist ja die meiste Zeit sauer mit den ganzen Lügen in der Beziehung. Also sie legt sich das jetzt auch irgendwie sehr schön zurecht und entschuldigt sich für Dinge, für die er nicht mehr sauer ist. Hä? Ich bin einfach nur verwirrt. So, weißt du, mit dem TV, bei denen, die kennen das alle schon so. Und das merkst halt auch, wie die sich so extra so präsentieren, weißt du? Oh, Jesus Maria, gib mir die Kraft nicht auszulassen. Ja, das wäre mal extrem. Das fällt mir sofort auf. Und die beiden, ne? Newcomer und denkt sich die ganze Zeit so, was geht hier aber ab? Warum präsentieren die sich alle so? Und ich glaube, das ist recht interessant eigentlich bei der Mischung, dass du so Leute hast, die sich einfach komplett verstellen im TV und immer so eine Show abziehen und stehst daneben, kannst du dich nicht wie ein normaler Mensch verhalten? Und wenn man teilweise drüber nachdenkt, bei vielen Sachen, die man dort im TV sieht, denkt man sich doch so, okay, das kenne ich aus dem TV so. Aber stellt euch mal wirklich vor, ihr steht daneben und beobachtet sowas. Denkt euch so, wer verhält sich denn so? Niemand. Um Gottes Willen, niemals. Weißt du jetzt noch die Geschichte von ihnen? Warum sind sie auseinander? Bro, keine Ahnung. Und ich lebe irgendwie dafür, wie die beiden es doch einfach nicht juckt. Dass sie da einfach so sind, ich weiß nicht, was das soll. Und irgendwie, ich glaube, sowas bräuchte man öfter. Dass sich einfach Leute, die ganz normal denkende Menschen, aus der Bevölkerung, damit in die Sendung setzt, die nichts mit denen zu tun haben, das einfach nur beobachten und kommentieren. Moment, ist das nicht eigentlich einfach nur mein Job gerade? Beschreibe ich hier gerade meinen Job? Ja, gut, das braucht man einfach, das braucht die Welt. Marina, was los? Nichts. Was ist los? Erzähl mal. Was soll sein? Hängst du an deinem Ex-Freund? Nee. Ohoho, und Yasin checkt bei Carina auch schon mal so ab. Oh, hast du noch Altlasten oder bist du free? Kann ich dich anflirten? Und Pauline darf auch das beobachten. Ich hab rumgevögelt, bis der Arzt kommt. Ich hab hier Typen gedatet. Ich hab Party gemacht. Ich würde gerne das Format wieder wechseln. Der Tag verläuft offensichtlich genauso, wie Paulina sich das in ihren schlimmsten Albträumen ausgemalt hat. Ja, sie wirkt jetzt auch gar nicht so begeistert. Ich meine, die machen irgendeinen Smalltalk, lachen sich dann über Witze kaputt und Carina so, hahaha, es ist alles toll hier, Yasin, ich liebe dich. Und ich frage mich, was dann passiert, wenn Sasa reinkommt, ob Carina sich dann an Sasa ranschmeißt und dann Yasin gleichzeitig, was, oh Gott, das wird ein Drama. Ich spüre das. Da kannst du dich hundertprozentig drauf verlassen. Aber es ist schon echt ein starkes Stück, sich das mit anzugucken, ne? wenn er da mit der Carina am Rumflirten ist. Boah, das ist echt, schon echt richtig heftig. Ja, aber darauf hast du dich halt eingelassen, Paulina, ne? Du hast den Vertrag unterschrieben, du wusstest, was passieren wird, was auf dich zukommen wird. Da musst du jetzt durch. Ich will mir das ersparen, so. Wie denn? 10.000 Typen kennenzulernen in irgendwelchen TV-Shows. Warum bist du denn hier? Weil ich nichts anderes zu tun habe. Imagine, du hast nichts Besseres im Leben zu tun, als in irgendwelche Bums-Shows zu gehen und dann deine Zeit zu vertrödeln. Okay, Carina, alles klar. Versuch einfach mal, ein bisschen weniger Sexobjekt sein zu wollen. Du bist voll dabei eigentlich. Wie voll into it, Alter. Was arbeitest du? Ich verdiene mein Geld über Instagram. Hast du OnlyFans? Ja, auch. Was du? Und der Yasin denkt sich direkt, Traumfrau, die will ich für immer. Alles klar, ich wusste gar nicht, dass Carina schon Geld mit Instagram verdienen kann. Aber es ist ja auch irgendwie das Ziel von den Leuten. Die gehen in so ein Format, haben dann eine etwas größere Reichweite bei Instagram. Leute, ich verstehe nie ganz, warum man denen folgt. Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Ich gucke mir immer alles gerne im TV an, bin da voll into it und gucke mir das ganze Drama an. Aber irgendwie das Drama hinter den Kulissen auf Instagram, das juckt mich halt so gar nicht. Und ich glaube, die sagen auch selten irgendwas mit irgendeinem interessanten Mehrwert, wo ich mir denke, why? Also das ist noch so eine Grenze, die habe ich noch nicht erreicht. Hast du noch was von dir? Sag mal ganz ehrlich. Nein. 100 pro? 1 Million%. Du würdest Never. Auf keinen Fall, egal wie drunk du bist, nie wieder was mit dir anfangen? Nee. Und damit hat Carina auch schon mal abgeklärt, ob Yasin noch was von Paulina will. Und der hat sich so am Abwägen. Sie liebt ihn komplett, er sie halt gar nicht. Ja, dann kann ich ran, ne? Das Terror-Tablet meldet sich allerdings schon wieder. Und alle denken so, oh Gott, jetzt kriegt Carina ihr Fett weg. Das wird ja spannend. Es kommt nur anders. Nach diesem explosiven Date will ich mal nicht so sein und einem von euch erstmal eine Verschnaufpause gönnen. Paulina, mach dich bereit. Du darfst jetzt für eine Weile der Villa entfliehen. Viel Spaß. Oh mein Gott, vielleicht kriegst du so einen kleinen Spa-Day. Entspannung, Schlammbad, Massage, Aloe Vera, irgendwas, irgendwohin. Oh, das wird bestimmt voll schön. Viel Spaß, Paulina. Ich bin ausgelaugt. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich
bin Dominik, 25 Jahre alt, komme aus Wien. Und das ist ihr Verführer von Temptation Island VIP. Und ihr Blick war schon, ach fuck. Oh no, das, warum alles am gleichen Tag? Weil das ist ja am gleichen Tag. Für uns liegen da Folgen zwischen, was ist ja für sie alles der gleiche Tag? So, vor 2 Stunden kam Yassin erst. Ja, jetzt kommt deine Aussprache. Jetzt kriegst du richtig Stress. Paulina hat sehr viele Märchen-Stories über mich erzählt. Ich rück jetzt endlich mit der Wahrheit aus, was auch tatsächlich bei Temptation Island passiert ist. Was ist denn tatsächlich bei Temptation Island passiert? Also ich habe im Kopf, die beiden sind sich näher gekommen, die haben sich sogar irgendwann mal im Pool geküsst und dann war da ganz schön viel Love und die sind danach auch so affärenmäßig zusammen gewesen, als sie sich von Hendrik getrennt hat oder irgendwie so. Ja. Was soll da noch passiert sein? Ich bin echt krass überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also doch hinter meinem Rücken über alles. Also du redest ja ohne Ende über mich anscheinend. Naja, ohne Ende über dich. Also wenn er irgendwelche Screenshots mit Leuten teilt und einfach Lügengeschichten hört und das richtig stellen will, ist das ohne Ende über Paulina reden? Ich lass dich mal ausreden. Okay, pass auf, sorry. Ich bin Weil wenn wir durcheinander nein, nee, reden, tut mir, ist tut cool. mir echt leid, so, ne? Ich weiß, cool, du bist ein feiner Kerl, so, ne? Erzähl nur. Ich will dir nur sagen, ich hatte vorhin wirklich maximal, also war echt... Ich bin echt immer noch fertig, sag ich dir ehrlich. So, ich habe vorhin Yassin gesehen, so, wir haben uns übst, also war nicht so cool. Klaren Satz kann sie jetzt auch nicht ganz zusammenbringen, aber es ist jetzt auch irgendwie ein sehr unangenehmer Moment auch für Dominik. Also er sitzt da, Paulina kommt an und denkt sich so, oh Gott, jetzt kommt die Aussprache, die setzt sich da hin und heult gefühlt erstmal los wegen der letzten Aussprache noch. Also so, ja gut, das wird dann schön, das alles zusammen zu klavüsern, ne? Ganz ehrlich, ich habe kein Mitleid mit dir. Sie ist eine gute Schauspielerin. Okay, das ist... auch meine News. Also der ist auch nicht mehr so gut auf sich zu sprechen, glaube ich. Na, ich glaube, Paulina hat sich mit diesem Format keinen Gefallen getan. Verkackt. Wir beide hatten ja eigentlich, wir hatten nie ein Problem miteinander. Nö, voll. Oder liege ich da falsch? Nein, nein. Bist du dann auch nach unserer Zeit mit Yassin zusammengekommen? Ich habe kein schlechtes Wort über dich verloren. Und dann kamen die ganzen Gerüchte auf. Und er wurde irgendwann von Yassin kontaktiert, weil er sich gedacht hat, Moment mal, ich muss da irgendwas erfahren an Hintergrundsachen. Und dann hat Dominik rausgehauen. So war es anscheinend nämlich. Das war die Wahrheit. Paulina hat mir erzählt, dass sie nie Gefühle für dich hatte. Also, dass du ihm das erzählt hast. Dass sie dir niemals, ich liebe dich gesagt hat. Nach der Beziehung bin ich dir hinterhergerannt wie ein Hund. Und das Schlimmste, dass ich dich zu Sachen gedrängt habe. Vor allem auch bei Temptation Island. Oh, und das sind dann wieder Vorwürfe, die gehen gar nicht so klar. Und irgendwie, ich muss halt sagen, ich finde Dominik nicht gerade vertrauensvoll, aber seine Geschichte deckt sich ja auch irgendwie mit der Geschichte von Yassin und dass Paulina so ein bisschen problematisch ist. Und das ist dann wieder doof für Paulina, ne? Jetzt nicht so sexy. Ich habe aber nie gesagt, hab ich mit dir unter, hab ich dich dazu gedrängt unter ich habe Dusche, das nie gesagt. Dass wir Sex hatten oder sogar. Ja. Hab ich, es ist die Wahrheit, Paulina. Nein, es ist nicht die Wahrheit, das will ich nicht. Ich bin der Letzte, der Aufmerksamkeit so sucht oder irgendwas. Aber ich hab... Person, die von Format zu Format hüpft. Ich bin der Letzte hier, der Aufmerksamkeit sucht. Wirklich der Letzte. Das ist, glaube ich, schon mal eine krasse Lüge. Allerdings habe ich da gerade irgendwas gehört, mit, da ist irgendwas unter einer Dusche passiert. Da war Sex unter... Da war beide... Das, okay, pass auf. Na gut, die Aussprache lief dann nicht mehr so grandios und die beiden durften dann auch irgendwann zurückkehren und naja, alle freuen sich. Dominik ist jetzt da. Hi. Yassin, dein Freund ist da. Dominik? Yassin. Ah, jetzt geht's los, gell? Ja, der Spaß kann beginnen. Und das ist so ein Drama, für das lebe ich auch irgendwie ein bisschen. Also das ist so, ja, gefällt mir irgendwie. Ich liebe guten Trash. Ich kenn's nicht, du riechst gut. Alles klar? Ich dachte, ihr hascht euch. Nein, Carina, die lieben sich. Die gehen gleich hoch in den Boom Boom Room, also den Sex on the Beach Room und haben dann da ihren Spaß. Also was brauchen die noch, Paulina, ne? Verkackt. Und Yassin schon in Carina verliebt? Also der zeigt schon, dass er sie richtig gut findet, hat er auch zu ihr gesagt. Also ich habe wirklich so die Schnauze voll gerade, dass ich mir so einen Scheiß hier geben muss. Wieso wundert sie das? Also sie wusste ja anscheinend vorher schon, in was für eine Sendung sie geht. Und jetzt ist sie überrascht, dass sie auf ihre ganzen Ex-Partner trifft und dass da irgendwie ganz schön viel Scheiß auf sie zukommt. Vor allem muss sie ja gewusst haben, dass sie auch irgendwie es ganz schön verbockt hat. Also irgendwie frage ich mich, warum sie so empört ist. Ich will mir einfach eine Pulle Bein reinziehen und schlafen gehen. Du hast beim Kuss danach am Pool geheult, aber alles, was wir nach 2 Tagen Offcam hatten, wo wir uns schon geküsst haben, das hast du nicht bereut? Ich so, und nach dem Kuss unter der Dusche, was ist denn da passiert, dass wir Sex miteinander hatten? Hast du das auch bereut? In der Show? In der Show. In der Show. Und das frage ich mich so, wie, also, wir wussten das nicht, oder? Wir haben das, glaube ich, damals nicht gezeigt bekommen oder auch irgendwie mitbekommen, dass Paulina doch mit Dominik
gevögelt hat? Wussten wir das? Also vielleicht habe ich es gerade nur verdrängt, aber ich wusste es halt nicht mehr, wenn wir es wussten. Oder sonst wusste ich es nicht. Und dann finde ich wieder Temptation Island sowas von billo, dass man das nicht mitbekommt, weil halt. Manipulation in meinen Augen. Aber das Sex mit dir in der Show. Der hat sie bei Temptation gefickt. Danke nochmal für diese wundervolle Zusammenfassung, Yasin. Ja, genau das ist passiert. Naja, und als Paulina dann später zu der Gruppe kommt, erfährt sie den ganzen Spaß. Dass, als Yasin das kurz hier seinen Ausdruck aus dem Gesicht gefallen ist, als Dominik meinte, dass du mit ihm bei Temptation geschlafen hast. Junge, was soll das denn, Alter? Warum petzen das denn jetzt alle? Und ich finde das eigentlich auch ein bisschen funny, weil sie war, also wenn man sich jetzt mit diesem Gedanken hier Temptation Island nochmal anguckt, weil sie ja die ganze Zeit sauer auf Hendrik, dass der immer Scheiße gebaut hat und sie hat ihn jetzt auch, Paulina, das ist problematisch, glaube ich. Und das wird noch problematisch bleiben und werden. Naja, Leute, wie es dann aber in der nächsten Folge weitergeht, das erfahren wir auch erst nächste Woche, weil hier endet schon wieder die Folge. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und seid genauso verwirrt wie ich. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Hier könnt ihr alles dran draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.